Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 5.8.2022. Und es ist nicht nur brennheiß in Deutschland, nein, es ist auch brennheiß an der 97.800. Unser DAX hat sich dort gut die Finger verbrannt. Das ist der obere Bereich gewesen, von dem ich gesagt hatte, da sollte man ein bisschen aufpassen. Wenn da eine rote Stundenkerze kommt, kann er dolle zurückschrammen und auch richtig hinten raus eskalieren. Das haben wir nicht gesehen. Ich habe auch mitbekommen, dass vielleicht ein bisschen zu detailliert war in meiner Aufführung von den Szenarien, dass das den einen oder anderen doch verwirrt hat. Am Ende war es ziemlich einfach gewesen. Es ist einfach durchgezogen auf unser Ziel drauf, was wir auch im Webinar am Samstag besprochen hatten. Auf der Oberseite für das Ziel diese Woche. Also wir hatten es ja eigentlich schon letzte Woche auch mit drinne gehabt, dass er das dann erreichen sollte. Dann hat er hier noch ein bisschen rumgedruckst in seiner Flagge, haben wir gesagt, okay, nächste Woche Donnerstag 15:30 Uhr war Ansage, glaube ich, am Montag oder am Samstag gewesen. Hatte nicht ganz geklappt, das kam schon 12:30 Uhr, passt aber trotzdem, 96 war Punkt, 97 war Punktlandung, somit das abgearbeitet und ja, hatten dann auch hier die Mail geschickt, dass die Leute dann die Longs gegebenenfalls reduzieren, nee, nicht gegebenenfalls, sondern dass die Leute halt auch Longs reduzieren oder ganz gar abbauen sollten, weil er deutlicher zurücksetzen kann von dort. 6,50 und 5,40 waren die beiden Marken, die wir beschrieben hatten, das kennt ihr jetzt hier aus der Analyse nicht, das hat sich als im Tagesverlauf dann ergeben kam, also dann für diejenigen, die bei uns noch die Updates bekommen, von 97 sollte zurück auf 6,50 und 5,40. Die 6,50 haben wir jetzt schon erreicht. 5,40 wäre theoretisch jetzt zum Freitag noch drin. Und muss aber sagen, wir haben jetzt hier eine kleine Flagge. Hier war ja eine große Flagge, hier war jetzt eine kleinere Flagge. Hier ist jetzt die ganz kleine Flagge, die ist schon nach oben ein bisschen angerissen. Das heißt, der DAX kann theoretisch sogar nach oben rausstatten, aber ich würde gar nicht so erwarten, dass er einen dollen starken Freitag hinlegt, weil wir haben doch relativ starken Wochenverlauf hinter uns und das sind dann oft eigentlich Tage, wo der Freitag manchmal sogar ein bisschen abwärts tendiert, aber oft einfach nur so zur Seite raushängt. Also so wirklich so nichtssagend das Ding wird, was sich irgendwie so zur Seite raustüdelt, das könnte ich mir für den Freitag am ehesten vorstellen. Vielleicht guckt ihr mal unten bei der 540 vorbei, bei der 570 hier so in dem Bereich hier, 5, ich weiß gar nicht, was das ist, 5, wo liegt das mittlere Band hier, 575 wahrscheinlich. Fürs 45, dann haben wir auch bei 500 noch so ein bisschen Support. Also das wäre die untere Supportzone und oben halt nochmal so 97 bis 800 wäre oben nochmal Supportzone. Das heißt, in dem Bereich kann er sich zum Freitag eigentlich schön zur Seite schieben. Muss gar nicht so viel machen. Ah, würde eigentlich schon vollkommen reichen. So in die 57 nochmal hochstechen. Müsste nicht immer nochmal 97, 800 werden. Das könnte schon eine 57 ausreichen. Dann wieder zur Seite ein bisschen abflachen hier. Und dann kann er am Montag nochmal probieren, was draufzusetzen. Sollte zum Freitag allerdings übermotiviert unterwegs sein und hier wirklich harte Keule fahren, harte Kante fahren und sich zügig nach oben arbeiten, auch über das Hoch hinwegsteigen, über die 800 wegsteigen, wäre tatsächlich der nächste Reaktionspunkt erst wieder bei 13.960 auszumachen. Ja, also sollte man auch für diejenigen, die da mit Shorts jetzt hier ein bisschen am Rumeiern sind und mit Stop-Loss ums Leben kämpfen, ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass da ganz schön Feld aufgeht, ne? Auf der Oberseite haben noch mal so ein kleines Zwischenabendhoch hier im Bereich um 8,50, aber das, ich glaube eher, dass das läuft da dann halt, ne? Ja, also meine Erwartungshaltung zum Freitag wäre eher zur Seite. Diese starken Freitage, wie wir sie die letzten Wochen hatten, die kommen in der Regel eher in Wochen, die ja, wie soll ich denn sagen, eher schwächlich anfangen. Ja, da sieht man häufig mal einen Freitag, der bis zum Abend dann nach oben durchpowert. Das würde ich jetzt hier nicht erwarten. Und wirklich eher denken, dass er zur Seite tendiert. Und ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ein bisschen Gegenbewegung würde ich einfach einplanen. Na, wir haben jetzt hier ein wichtiges, größeres Zwischenziel erreicht. Also wie gesagt, die 13.800 war ja Webinar-Gegenstand gewesen. Die wollten wir gerne sehen. Bis Donnerstag. Das hat nun geklappt. Und ja, soweit so gut. Hat er fein gemacht. Hat er fein gemacht. Wird er auch nicht ausgelacht. Gut. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, nee, am Sonntag hören wir uns wieder für die Analyse zum Montag dann. Bis dahin, tschüss.